Hallo zusammen und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von Ulala for You. Heute nehmen wir mit in den hohen Norden. Ja, bei uns ist schon bald Frühling, aber ich habe gedacht, ich muss noch mal richtig in den Winter und bin auf Kiruna und ich habe meine warme Kappe montiert. Und die warmen Händchen, die hätte man nämlich wirklich können brauchen. Und ich bin nach Kiruna. Und warum ich auf Kiruna bin und was man da alles wissen muss, das erzähle ich euch jetzt in einem kleinen Frage- und Antwortspiel. Ja, Kiruna befindet sich ja ziemlich hoch im Norden, in Lappland. Und Kiruna ist bekannt für ihre Minen und so. Und unter anderem, dass man den ganzen Stadtkern jetzt verschiebt, weg der Minen. Aber Kiruna ist natürlich nicht nur ein Eisenerzbergwerk, sondern ganz viel Winter. Und es lohnt sich absolut, einmal nach Kiruna zu gehen. In dem Fall von mir habe ich einen Kurztrip gemacht und ein Kurztrip hat gewisse Vorteile. Erstens natürlich, das haben nicht alle jetzt im Winter Ferien oder haben nicht Lust, allzu viele Ferientage im Winter für eine Reise zu investieren. Und zweitens kann man eigentlich in kurzer Zeit oben relativ viel kennenlernen, ein bisschen abschalten, einmal ein verlängertes Wochenende. Und Kiruna ist eigentlich relativ gut erreichbar, auch von der Schweiz aus. Und darum lohnt sich eigentlich so ein Abstecher nach Kiruna. Ich habe dank der Zusammenarbeit mit Contiki den Kurztrip machen. Und es ist ein Kurztrip, den sie genauso auch im Katalog anbieten. Und ja, ich habe mal geschaut, wie das dann effektiv so läuft dort oben und wie so, ja, das Feeling ist Winter in Lappland. Es ist relativ einfach, um nach Kiruna zu kommen. Man fliegt mit der Swiss und mit der SAS oder SAS, je nachdem, wie man es aussprechen will. Morgen, 10 vor 7, geht der Flüger Swiss von Zürich nach Stockholm. Dort muss man umsteigen und geht dann mit dem Inlandflug auf Kiruna. Ist relativ bequem. Einzig, was man beachten muss, in Stockholm muss man bei dieser frühen Verbindung das Gepäck zwischendrin holen und wieder neu einchecken, weil es gibt einen Unterschied zwischen Europaflügen und Inlandflügen. Da muss man da ein bisschen Rücksicht nehmen auf das. Aber der Vorteil ist natürlich, wenn man so früh fliegt, morgen, ich meine, 10 vor 7 ist jetzt auch nicht unbedingt meine Zeit, wenn ich schon in Zürich am Flughafen sein möchte. Aber der Vorteil ist, man ist eigentlich relativ am frühen Nachmittag dann schon in Kiruna und hat einen halben Tag noch, wo man dort oben schon mal etwas kann unternehmen kann, ein bisschen gegen den Kunden. Also von dem her, super. Swiss und SAS einmal umsteigen in Stockholm und dann ist man schon in Kiruna und mitten im Winter. Schlafen habe ich im Camp Ripan, das ist eine wunderbare Anlage in Kiruna, leicht ein bisschen außerhalb. Das besteht eigentlich aus einem Hauptgebäude mit Restaurant, Rezeption, einem Sportshop und sonst noch einem Shop und so ein bisschen noch einem erhöhten Aufenthaltsraum, wo man auch sehr schön aussieht. Und dann schlafen dort mit so verschiedenen Wohneinheiten, also das sind eigentlich so aneinandergehängte kleine Häuschen, Hotelzimmer. Und die sind ein bisschen unterschiedlich ausgestattet, also das hat für ein Zweierzimmer normale, dann hat es aber auch für Familien mit Kochgelegenheit und so weiter und so fort. Also ganz, ganz cool. Und vor allem das Restaurant ist sehr gut, was sie dort haben. Man isst hervorragend im Camp Ripan.
Und ja, also man fühlt sich dort eigentlich relativ wohl. Man ist auch immer wieder ein bisschen in der frischen Luft, weil man natürlich von den Häuschen quasi ins Hotel, also ins Hauptgebäude laufen muss. Und ja, da kommt man ein bisschen in die frische Luft und ist nicht nur irgendwie im Gebäude drin. Also wirklich, das Camp Ripan finde ich eine sehr tolle Anlage. Und also ich bin schon zweimal dort gewesen und wirklich cool, wirklich cool. Ist natürlich im Sommer und im Winter prädestiniert, um ganz viele Outdoor-Abenteuer zu erleben. Vielleicht das einzige Abenteuer, das Indoor ist, aber durchaus sehr cool ist, ist das Aurora Spa. Es hat eine Wellnessanlage, die zum Hotel gehört. Und dort kann man dann ein bisschen sprudeln und sich ein bisschen Zeit vertreiben, gemütlich mit einem Küppli im Sprudelbad liegen. Das ist doch super. Aber viele Aktivitäten sind Outdoor, also man kann mit Hundeschlitten kann man Touren machen, halbtägige, tägige, das gibt ganz viele Angebote. Da kann man mit Islandross oder Islandpferd kann man in den Wald reiten und Elk beobachten. Es gibt Schneeschuhtouren, die man kann machen, Eisfischen. Ganz schön sind auch die Fototouren, die zum Teil angeboten werden, also Tier- und Naturfotografie. Und man könnte auch mit einem Motor-TÜV, einem Motorschnee-TÜV einen Ausflug machen. Das finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht meine priorisierte Aktivität, weil ich finde, in der Natur mit diesen Motorschlitten rumdüsen, ja, muss jetzt nicht unbedingt sein. Also lieber mit den Schneeschuhen oder mit den Hunden oder ja, mit den Ross. Das macht einfach mehr Spass, finde ich. Und es ist auch ruhiger und man sieht auch eigentlich viel mehr von der Natur, als wenn man da mit hohem Tempo durch die Gegend brettert. Also ganz viele Aktivitäten, wo man machen kann. Und die kann man direkt im Hotel buchen oder man kann sie natürlich auch vorab schon buchen. Und es hat auch immer im Hotel einen Anschlag, was man an dem Tag noch machen kann. Also was ist heute noch frei oder was ist morgen noch zu machen und so. Und da kann man ein bisschen auswählen, was man will. Also wirklich Aktivitäten, volles Programm hier oben. Ich habe zwei Aktivitäten gemacht. Eine war eine Hundeschlitten-Tour. Das war wirklich imposant. Ich war noch nie mit Hundeschlitten unterwegs. Und das ist noch cool, da wird man im Hotel abgeholt und wird dann zu dieser Lodge gefahren, wo die Hunde, die Hunde sind. Alaskan Huskies haben sie dort. Und nachher hockt man etwas dritt, also auf einem Schlitten, und hinten ist der Möscher, also der, quasi der Führer von diesen Hunden. Und dann sind etwa 11 Hunde vorne dran und dann Bretter ist einmal ein bisschen gemächlich, wenn es ein bisschen aufwärts geht. Wenn es abwärts geht, ein bisschen schneller durch den Wald, durch die verschneite Landschaft. Das ist imposant, wenn man die Hunde vorne, die Füße sieht, also sich bewegen. Das ist fast ein bisschen meditativ, eigentlich, wenn man das ein bisschen beobachtet. Und vor allem die Hunde, die haben nur einen Plausch. Um da oben zu springen. Also das ist für die nicht eine Anstrengung, das ist für die eigentlich eine Freude und das machen die gerne. Und man muss natürlich gleich schauen, dass man die Hunde nicht überfordert. Also man macht dann auch wieder mal zwischendrin eine Pause und gibt ihnen etwas zu trinken und zu essen. Aber Hundeschlitten, also Schlittenhunde, wie man so schön sagt, die wollen rennen. Und krass ist ja, im Sommer liegen die halb tot rum, weil dann ist es viel zu warm. Und im Winter, wenn es dann je kälter dass es wird, desto lieber haben sie es und dann gehen sie Vollgas und geniessen es dann. Ich habe mir einen Guide gebucht. Ich hatte das Glück gehabt, oder das Pech, je nachdem, dass ich allein war, wenn ich die Tour gebucht habe. Durch das habe ich für zwei Personen gezahlt. Normalerweise werden die Touren ab zwei Personen durchgeführt. Und ich habe die Wildtier- und oder Tier- und Naturfotografie habe ich gebucht und bin dann mit meiner Guide durch die Gegend. Zuerst sind wir so hergefahren und haben uns auf die Suche gemacht nach verschiedenen Tieren. Und wir haben natürlich gesehen, wir haben Elch gesehen, wir haben Eichhörnchen gesehen, die in den Bäumen unterwegs sind. Wir haben spezielle Vögel gesehen. Von weitem haben wir auch Rentiere gesehen. Rentiere hat es nicht so viel gehabt. Das Mal, da habe ich schon mehr gesehen.
Aber trotzdem, es war sehr imposant. Es hat am Tag vorher hat's geschneit. Die Bäume waren total verschneit. Wir haben auch schöne Landschaftsfotografien können machen. Wir sind am Fluss entlang. Wir haben natürlich zwischendrin wo haben wir uns ein Käferli gemacht am Feuer. Und haben eine Pause gemacht. Und sie, meine Guide, war Sami und hat natürlich mir sehr viel über die Kultur der Sami auch können erzählen. Wirklich eine tolle Tour. Und, die Organisation hier, ihr habt die Webseite hier unten, könnt ihr schauen. Die bietet verschiedene so Fototouren an, sind wirklich Profi. Also, sie zeigen einem auch, wie man muss fotografieren muss, wie man Bedarf hat. Sie leihen auch Equipment aus. Und es ist wirklich toll, dass man an Ort herkommt, wo man vielleicht eben normalerweise nicht herkommt. So, sie wissen natürlich unterdessen auch, wo das man Tiere sieht, wo man Elche sieht. Und die Elche, die ihr hier seht, das sind zwei Elchkühe. Also ich bin wirklich, zuerst habe ich sie von weitem fotografiert, eigentlich fast vom Weg aus, wo wir gewesen sind. Und nachher konnte ich wirklich nachher, also ich bin etwa 10 Meter von dem Elch weg gewesen. Und der hat nur geschaut, hat interessiert, ein bisschen gewechselt und hat aber keine Angst gehabt. Das sieht man auch an den Ohren, die sind auch gespitzt gewesen. Und ja, wir haben uns eigentlich angeschaut und gewusst, wir sind Freunde. Und das war herrlich gewesen. Also eine Fototour ebenfalls grossartig. Natürlich muss die Frage nach den Nordlichtern. Selbstverständlich habe ich Nordlichter gesehen, aber ich habe sie nicht den gesehen, wo ich eigentlich geplant habe, um sie zu sehen. Gut, das kann man sowieso nicht Nordlichter planen. Also wenn du die Nordlichter siehst, muss das in erster Linie einmal klarer Himmel sein. Die Aktivität der Nordlichter muss da sein. Und dann muss man noch eine relativ günstige Position finden, um das zu machen. Und ich habe Nordlichter gesehen am ersten Abend, am Donnerstag, wo ich in Kiruna war. Und bin einfach ans Nachtessen gewesen. Der Kunde, die Dame, die mir vorher beim Einchecken geholfen hat und erzählt hat, hat gesagt, hey, heute Abend siehst du Nordlichter, etwa in einer halben Stunde ist es so weit. Habe ich schnell gegessen und bin raus. Und tatsächlich konnte ich rund ums Hotel Nordlichter fotografieren. Der einzige Nachteil ist, dass es hat natürlich relativ viel Licht rundherum gehabt. Doch das war mit der Belichtungszeit ein bisschen schwierig, aber wirklich ein paar sehr schöne Aufnahmen können machen, die ihr hier seht. Nordlicht-Fototour gebucht haben, hat es geschneit. Es war nichts natürlich mit Nordlichtern. Wir sind dann gleich gegangen und haben ein paar verschiedene Orte aufgesucht und sind dann an einem Ort geblieben und haben dort einfach Nachtfotografie gemacht. So mit Leuten, mit Lichtanstrahlern und so. Und es war ein schönes Zelt dort auch noch gewesen, wo wir einen Kaffee gemacht haben. Und es war trotzdem sehr ein schöner Abend gewesen, auch wenn wir jetzt dort keine Nordlichter hatten. Aber man hat gleich eigentlich viel von dem Feeling mitgekriegt, was eigentlich mit den Nordlichtern zusammenhängt. Von dem her, Nordlichter, ja, habe ich gesehen. Muss man auch ein bisschen Glück haben, muss ich ehrlich sagen. Und für das bin ich euch sehr dankbar, dass ich die gesehen habe. Ja, ich bin natürlich begeistert von dieser kurzen Reise nach Kiruna, weil es hat wirklich alles geklappt. Es war von Kontiki sehr gut vorbereitet gewesen. Man kriegt alle Informationen, die man braucht, von einchecken über die ganze Abwicklung der Flüge, was man dort oben machen kann. Du kriegst auch ganz viele Tipps, was du sonst noch machen kannst, nebst dem Programm, das du eigentlich von ihnen schon kriegst. Und ich muss auch sagen, auch im Hotel war alles perfekt organisiert gewesen. Beim Einchecken habe ich wirklich einen Plan gekriegt, wo alle Zeiten drauf waren, wen ich wo muss sein, für welche Tour, die ich gebucht haben, wenn es Nachtessen gibt, wenn auch der Shuttle wieder zurück an den Flughafen geht. Das ist perfekt organisiert gewesen, weil ich bin am Flughafen angekommen, hat schon geheißen, Mr. Ulius, den Tag übergefahren, eine Viertelstunde eingecheckt. Alles hervorragend. Die geben sich wirklich sehr viel Mühe dort. Und sie haben auch Gäste aus allen Nationen. Ich habe Deutsche getroffen, Japaner getroffen, man kommt mit denen ins Gespräch. Es ist wirklich recht familiär dort. Auch wenn es Tourismus natürlich ist, aber wirklich, die machen das wirklich sehr gut in dem Camp, der Camp Ripan. Und mit uns, dass das eine sehr gute Reise ist, die da Kontiki zusammengestellt hat mit dem Package, das zur Verfügung steht.
Natürlich kannst du dir die Reise jederzeit selber zusammenstellen und buchen. Also du kannst einen Campripan buchen, du kannst Flüge buchen, du kannst die Aktivitäten individuell buchen. Eigentlich kein Problem. Allerdings finde ich, macht es jetzt in dem speziellen Fall Sinn, wenn du die Reise direkt bei Contiki buchst. Weil du kriegst dort viel Extras noch dazu. Du hast wirklich eine perfekte Organisation. Die Shuttles sind alle organisiert. Wenn du das selber machst, dann musst du dir alle selber organisieren. Und als Zahler, da ist alles inklusive. Du hast Halbpension inbegriffen im Hotel. Also du hast immer schönes Morgenbuffet. Zur Nacht gibt es immer wunderbare Dreigänger. Es sind die Schlittenhunde. Die Schlittenhundtour ist dabei. Ein Eintritt ins Aurora-Spa ist dabei, wo du kannst ein bisschen entspannen kannst. Und dann hast du aber auch einen Tag frei, wo du noch individuell dir eben noch eine Aktivität aussuchen kannst, zum Beispiel aus denen, die ich vorher beschrieben habe. Also das macht wirklich Sinn, dass du die Reise vielleicht jetzt einmal direkt beim Reisebüro buchen, bei Contiki in dem Fall. Und das ist ganz einfach, oder? Ihr seht, ihr gebt oben ein, Contiki, den Kiruna suchen und zack, habt ihr die Reise Wintervergnügen Lappland, Kiruna und ja, grossartige Sache. Und ja, machen Sie, geniessen Lappland. Ja, das wäre es auch schon gewesen von meinem kleinen Frage-Antwort-Spiel zu meiner Kurzreise nach Kiruna. Ich hoffe, ich habe euch ein paar Inspirationen können geben. Machen das. Man kann es noch bis Mitte April, glaube ich, machen sogar. Und so das nächste Jahr ganz sicher wieder. Die Zeit, wo ich war, bin so Mitte Februar, Mitte März, finde ich persönlich ideal. Also dann ist es nicht brutal kalt normal und es ist aber auch noch nicht Frühling, sondern wir haben noch Winter. Ne? Und das eignet sich eigentlich wunderbar, um dort mal die 4 Tage auf das Kiruna zu gehen. So, das wäre es eigentlich schon für heute. Nächstes Mal erzähle ich euch, wie ich eigentlich meine Reiseprogramme zusammenstelle. Ich werde immer wieder gefragt, hey, du gehst einmal 7 Wochen auf Reise oder 5 Wochen und wie machst du das? Wie organisierst du deine Reise? Wie kommt das Programm zustande? Und das probiere ich euch ein bisschen zu zeigen, vielleicht auch als kleine Input, wenn ihr vielleicht auch Reise könnt planen könnt. Ja, bin gespannt, wie das rauskommt. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Wenn ihr Freude habt an dieser Sendung, dann bitte Daumen nach oben. Wenn nicht, halt Daumen nach unten. Stellen Fragen, ich kann es gerne beantworten. Kommentare unten rein, finde ich grossartig. Kanal abonnieren. Also das ganze Zeug immer rundum, gell? Ihr wisst Bescheid. Und sonst www.schwedenhappen.ch und www.ulala.ch. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis dann.